Es gibt die Fasstauben-Weltmeisterschaft, die hier in Ruppolding stattfindet. Es gibt das Knödeluniversum, es gibt die Faschingshochzeit und es gibt natürlich den Biathlon-Weltcup und es gibt die Rauschbergpass. Aber das hat nichts mit dem Hausberg von Ruppolding zu tun, sondern vielmehr mit dem, was hier rechts und links von mir steht. Wir haben eine junge, motivierte Brauchtumsgruppe aus Ruppolding. Wir sind gegründet worden 2008. Ein Pass besteht meistens immer aus 6 bis 35 Mitgliedern oder mehr. Darunter versteht man Hexen, Krampusse und Engel. Warum ausgerechnet Ruppolding? Ruppolding ist natürlich immer eine Ortschaft, wo ein bisschen Trouble sein muss. Deswegen haben wir uns an unserem 10-jährigen Geburtstag oder auch Jubiläumsjahr einfach gedacht, heuer in Ruppolding und deswegen sind wir jetzt alle da. Die aktuellen Teilnehmer von den ganzen Gruppen, die haben über die letzten 10 Jahre an verschiedenen Läufen, wo auch wir selber teilgenommen haben, kennengelernt. Und wir haben uns ein bisschen die Besten rausgepickt, die besten Freundschaften natürlich eingeladen, so wie jeder normale auch seinen Geburtstag feiert. Wir haben heute 32 Passen da mit 500 Mitgliedern von Österreich bis Bayern, ist alles bunt durchgemischt. Die Masken werden meistens von den passinternen Schnitzer geschnitzt. Jeder Pass hat da so seinen eigenen Stil. Die Fälle werden auch meistens selber gemacht oder es gibt zum Umkreis ca. 5 Leute, die sich mit dem Handwerk, zu tun geben, die quasi die Fälle dann in Handarbeit zusammennehmen.